Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video möchte ich dir die mathematische Behandlung des Auf- und Entladens eines Kondensators zeigen. Das Experiment dazu habe ich in einem extra Video. Und hier geht es wirklich um die Differentialgleichung, die man braucht, um das Ganze zu lösen. Differentialgleichung ist, falls du so etwas noch nicht kennst, etwas, wo man nicht nach einer Variablen sucht, sondern die Lösung ist sozusagen wieder selber eine Gleichung, aber sie selbst. Das ist der Aufbau des Ganzen. Hier habe ich den Kondensator und ich kann ja zur Erinnerung mal dazu schreiben, welche Werte ich in dem Video genommen habe, die mit dem Experiment, und das Ganze funktioniert dann so, dass man hier, wenn der Schalter an dieser Stellung ist, lädt sich der Kondensator auf. Und wenn der Schalter in dieser Stellung hier ist, kann sich über diesen Draht der Kondensator entladen. Das Ganze ist ein sogenannter RC-Kreis. R steht für Widerstand. Und C Kapazität, also praktisch eine Reihenschaltung aus Widerstand und Kondensator. Hier sieht man das Aufladen des Kondensators, was hier sehr stark nach einer exponentiellen Funktion aussieht. Und hier entsprechend das Entladen. Hier ist es die Spannung. Und hier ist es die Stromstärke. So, dann schauen wir uns mal den Entladevorgang an. Beim Entladevorgang, da ist erstmal der Schalter hier falsch eingezeichnet. Das hier ist verbunden. Und beim Entladevorgang, da habe ich die Maschenregel. Das heißt, ich gucke mir das hier rum an. Und naja, eine Spannungsquelle habe ich eigentlich in dem Sinne nicht, weil bei der Maschenregel nimmt man ja die Spannungsquellen normalerweise negativ. Und daher würde ich jetzt einfach sagen, 0 ist gleich UC plus UR. Das würde sich aufgrund der Maschenregel jetzt einfach hier ergeben. Gut, dann machen wir das mal hier weg und holen uns unsere Erkenntnis erstmal hier oben hin. Nun muss man gucken, dass man da irgendwie Funktionen, die von der Zeit abhängig sind, hineinbekommt. Weil, wir haben ja eben gesehen, dass der Graph entsprechend sich mit der Zeit verändert. Und hier habe ich jetzt erstmal noch nicht stehen, was da irgendwie von der Zeit abhängig wäre. Gut. Prinzipiell ist ja UC und UR von der Zeit abhängig. Das sieht man jetzt am besten
wenn ich das Ganze mal ersetze. Und zwar, was verändert sich denn mit der Zeit? Die Ladung. Und UC ist ja nichts anderes als Q durch C. Und UR ist ja nichts anderes als R mal I von T. Und damit sehe ich auch schon spontan etwas, oder sollte mir etwas auffallen. Und zwar habe ich hier zwei Funktionen drin, die miteinander verknüpft sind. Und zwar ist die eine Funktion die Ableitung der anderen. Ich mache es mal ein bisschen deutlicher. Und zwar, hier habe ich immer noch Q von T. Und das Ganze durch C. Und hier habe ich jetzt R mal. Und anstatt I von T kann ich ja auch Q von T schreiben. Beziehungsweise besser gesagt Q Punkt von T. Das heißt, ich habe jetzt hier was ganz Verrücktes. Nämlich, dass hier zweimal eine Gleichung vorkommt. Einmal Q von T und einmal die Ableitung Q Punkt von T. Tun wir das Ganze erst noch mal ein bisschen aufhübschen. Indem ich durch R dividiere, dadurch bekomme ich hier 1 durch RC und dann bekomme ich hier entsprechend Q von T, das bleibt einfach stehen, plus Q Punkt von T. Soweit, so gut. Jetzt ist es allerdings so, dass ich ja eigentlich gerne irgendwie ja die Stromstärke haben würde, weil wir haben ja nicht die Ladung, sondern die Stromstärke zum Beispiel gemessen. Wie kann ich das erreichen? Relativ einfach, ableiten. Das heißt, ich gehe her und sage 0 ist gleich und 1 durch RC bleibt stehen, das sind Konstanten und Q nach der Zeit abgeleitet ist Q Punkt plus Q Punkt Punkt von T. Jetzt kann ich das Ganze aber noch ein bisschen geschickter machen, indem ich Q Punkt ersetze durch das, was es eigentlich ist, nämlich I. Und Q Punkt Punkt ersetze ersetze durch I Punkt. Was bringt mir das Ganze jetzt? Naja, ich bin jetzt eigentlich so weit, dass ich meine Differentialgleichung lösen kann. Das heißt, ich suche eine Funktion, die einmal hier mit so einem Vorfaktor multipliziert, das gleiche ist, wie diese Funktion entsprechend abgeleitet. Und das ist jetzt im Prinzip die große Kunst. Das heißt, ich brauche eine Funktion, die hier sozusagen vor allen Dingen eine Besonderheit aufweist, die muss bis auf einen Vorfaktor sich praktisch selbst ergeben. Das kann man tatsächlich mathematisch auch noch großartig behandeln, aber das mache ich jetzt nicht, zumal das auch in der Schule eigentlich gar nicht gefordert ist. Man braucht halt praktisch so einen sogenannten Ansatz, beziehungsweise man kann den auch eigentlich sehr gut raten. Weil die Funktionen, die, wenn man sie ableitet, sich selbst ergeben, plus halt irgendwie so ein Vorfaktor, da gibt es nicht so viele. Eigentlich fällt mir da spontan nur eine ein und das ist die E-Funktion. Und man hat ja eben in dem Graphen schon gesehen, den exponentiellen Anstieg bzw. Abfall, das ist halt die E-Funktion.
Das heißt, ich würde mir jetzt mal überlegen, ich mache das mal mit einer anderen Farbe. Wie könnte denn meine E-Funktion aussehen? Naja, ich würde halt mal schätzen, dass es so etwas dieser Art hier ist. Habe ich natürlich schon vorbereitet. I von t ist gleich I0 mal e hoch minus 1 durch rc mal t. Hier muss das t drin vorkommen. Wenn ich das nämlich ableite, dann wandert dieser Vorfaktor hier davor. Jetzt ist noch die Frage, was hat es mit dem I0 auf sich? Naja, irgendwo habe ich ja meinen sozusagen Startwert, von dem das Ganze sozusagen, mein Maximalwert sozusagen, und das ist hier genau dieses I0. Ja, dann würde ich sagen, man kann sich im Prinzip jetzt überlegen, das Ganze einzusetzen, und dann wird man relativ schnell sehen, dass das Ganze erfüllt ist. Weil, wenn ich das hier oben einsetze, habe ich 1 durch RC mal I0 mal E hoch minus 1 durch RC mal T. Und wenn ich das dann ableite, dann wandert das Minus hier vor. Das ist nämlich sehr wichtig, weil dann habe ich den gleichen Ausdruck, den ich hier vorne schon stehen habe, hier hinten auch nochmal stehen, nur mit Minus davor. Und dadurch tut sich das dann sozusagen zu 0 addieren. Der gleiche Ausdruck minus der gleiche Ausdruck entspricht, genau, gibt 0. Und damit ist das hier tatsächlich meine gesuchte Lösung, die mir das Ganze beschreibt. Gut, wenn man es ganz genau haben möchte, müsste eigentlich vor dem I0 hier noch ein Minus stehen, weil das ja sozusagen aus dem Negativen da gekommen ist. Aber das ist erstmal hier nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass man oder dass du mal gesehen hast, wo diese oder wie das hier zustande kommt. Jetzt haben wir allerdings nur I von t. Jetzt brauchen wir allerdings noch irgendwie so die Spannung. Die wäre auch ganz spannend. Dazu nutze ich jetzt mal eine andere Farbe und nutze eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Beim Entladevorgang kann ich hergehen und sagen, okay, ich habe hier meinen Kondensator und hier den Widerstand. Und das bedeutet, dass ich das Ganze auch als Parallelschaltung sehen kann. Was bringt mir das? Sehr viel, weil ich sagen kann, UR gleich UC. Und daher kann ich jetzt hergehen und sagen, UC ist gleich R mal I von T. Weil normalerweise würde ja hier stehen, UR ist gleich R mal I von T. Aber da ja UR und OC gleich sind, kann ich hergehen und sagen, dass UC von T nichts anderes ist als R mal I von T. Jetzt setze ich meine bereits mir bekannte Formel ein. Und diese ist nichts anderes als R mal. So, jetzt die bekannte Formel. Und zwar diese bekannte Formel. Das ist dann I0 mal E minus 1 durch RC
gut, jetzt ein letzter Schritt noch, weil R mal I0 ist ja nichts anderes als U0. Und damit ist meine Formel fertig. Hier gibt es noch einen Hinweis zum Schluss. Und zwar nennt man das Ganze Tau. Das ist nichts anderes als R mal C. Das ist die sogenannte Zeitkonstante. Das ist etwas, was tatsächlich die Einheit Sekunde haben muss, weil, wenn ich mir hier oben angucke, die E-Funktion kann oder muss ja letztendlich einheitenlos sein. Das bedeutet, dass t ist ja Sekunde und das muss ich dann durch Sekunde teilen, damit sozusagen sich das gegenseitig weghebt. Und deshalb muss hier unten dieser Faktor R mal C eine Zeitkonstante sein. So, jetzt kann man das Ganze nochmal ordentlich schreiben. Und damit haben wir jetzt einmal diese hier für die Stromstärke beim Entladevorgang. Und dann nochmal diese hier für die Spannung beim Entladevorgang. Soweit, so gut. Jetzt zum Ladevorgang. Da ist jetzt auch wieder die Maschenregel anzuwenden. Ich habe hier eine Spannungsquelle, ich habe hier meinen Widerstand, hier meinen Kondensator. So rum könnte ich zum Beispiel die Masche nehmen. Die Spannungsquelle ist natürlich negativ zu rechnen, wie das halt bei der Maschenregel so ist. Dann kann man das Ganze mal wegmachen, damit wir jetzt Platz haben und fangen mit der Maschenregel an, indem wir das aufschreiben. U Gesamt ist gleich UC plus UR. Ja, jetzt muss ich das Ganze ein bisschen umschreiben. Das heißt, ich habe hier wieder U Gesamt. UC ist ja nichts anderes als Q von T durch C. Und das andere ist R mal I von T. Und jetzt würde ich im Prinzip hergehen und irgendwie gucken, dass ich das Q von T loswerde. Ich hätte gerne nämlich nur die Stromstärke da drin. Das kriegt man relativ einfach hin, indem man hergeht und sagt, ich leite es ab nach der Zeit. Und dann passiert hier vorne schon mal Folgendes. Eine Konstante entsprechend abgeleitet ist natürlich 0. Und dann habe ich hier Q Punkt von T durch C. Und ich habe hier plus R mal I von T und natürlich mit dem Punkt da oben drüber. Und jetzt kann ich hergehen und sagen, okay, Q Punkt von T ist ja nichts anderes als I von T durch C plus R mal I Punkt von T. So, jetzt habe ich wieder etwas, was ich lösen kann. Und auch da brauche ich jetzt praktisch wieder eine Funktion, die sich selbst abgeleitet, sich ergibt plus ein Vorfaktor. Das sieht man vielleicht etwas besser, wenn ich wieder hergehe und das nochmal ein bisschen schön schreibe, indem ich jetzt einfach durch R dividiere, mal
i von t plus i Punkt von t. Und ja, mit gut geraten würde ich dann das hier bekommen. Ist auch wieder klar, die E-Funktion ergibt sich selber, wenn man sie ableitet. Der Vorfaktor kommt davor. Das heißt, ich habe dann die Funktion wieder sich selber mit einem Minus noch davor und zusammen gibt das dann 0. Das war der einfache Teil. Jetzt müssen wir mal ein bisschen schauen. Ich versuche das ein bisschen rüber zu rutschen. Und nehme auch wieder eine andere Farbe. Weil jetzt geht es um die Spannung. Und da nutze ich wieder die Geschichte U gesamt, also was ich eben schon genommen habe. Die Maschenregel U. Moment, das machen wir natürlich hübsch. So. Gut. Jetzt geht es ans Einsetzen oder Umsetzen. Wir sagen, U gesamt ist ja eigentlich nichts anderes als R mal I 0. Was kann ich mit UC anfangen? UC ist ja, sagen wir, Q von T durch C plus R mal I von T. Jetzt räumen wir da ein bisschen auf, indem ich den Term R mal I von T sozusagen rüberrutsche und dann habe ich sozusagen Q von T alleine und auf der anderen Seite, ich habe gleichzeitig auch die Formel rumgedreht, zwei Schritte auf einmal gemacht und dann habe ich hier entsprechend mehr R minus I von T. Vielleicht nochmal in anderer Farbe. Ich habe einmal diese beiden Teile vertauscht. Praktisch das und das getauscht. Und gleichzeitig habe ich das hier mit Minus auf die andere Seite gebracht. Gut, dann haben wir jetzt da schon was ganz Praktisches stehen, weil Q von T durch C ist ja nichts anderes als U von T. Und mit dem Rest kann ich irgendwie noch nicht so viel anfangen. Das können wir aber relativ einfach beheben, indem wir einfach mal einsetzen. R mal I0 minus R mal, und jetzt setze ich hier unten, was ich hier stehen habe, einfach mal ein. Und dann hätte ich hier I0 mal E hoch minus 1 durch RC mal T. Jetzt hätte ich ja immer noch gern irgendwie da das U0 mit reingebracht. Das funktioniert tatsächlich jetzt einfach, indem ich das jetzt mal ein bisschen aufhübsche. U von T ist gleich. Und jetzt gehe ich einfach her und klammer R mal I0 aus. Das heißt, ich habe jetzt hier übrig 1 minus E hoch minus 1 durch RC mal T, Klammer zu. Und das bringt mir sehr viel, weil, und damit sind wir eigentlich schon bei der Lösung, nämlich dieser hier.
Ist relativ einfach zu erklären, weil R mal I0 ist nichts anderes als U0. Und damit hätte ich beim Ladevorgang die Formel, die mir im Prinzip die Spannung erklärt. Und damit hätte ich wieder für den Ladevorgang zwei Formeln. Und zwar einmal diese hier. Und einmal diese hier. Soweit, so gut. Wie das Ganze im Experiment aussieht, kannst du dir in meinem entsprechenden Video anschauen.